بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين liebe Geschwister im Islam, ich möchte jeden Tag ein paar Worte für euch loswerden. Ist noch keiner da? Seid bestimmt schon alle zur Arbeit gefahren. Mashallah, was seid ihr fleißig. Auf jeden Fall, wenn ihr das Video seht, dann teilt es, liked es, damit es viele erreichen. Es geht um das Thema, und vergesst nicht unsere YouTube-Kanäle, es geht um das Thema Ramadan und die guten Vorsätze. Der Ramadan ist eigentlich ein Monat, der dazu da ist, um Tauba zu machen. Und was ist Tauba? Allah sagt im Koran, dass er die Tawabin, diejenigen, die Tauba machen, liebt. Was ist Tauba? Tauba ist Reue. Das heißt, dass man einen Fehler, eine Sünde, die man begeht, dass man sie bereut, das heißt, dass es einem innerlich wehtut, das gemacht zu haben. Das war schlecht. Dass man sich vornimmt, es nicht mehr zu machen, Allah um Vergebung bittet und wirklich die feste Absicht hat, nicht mehr dazu zurückzukehren. Und Umar al-Khattab radiallahu anhu, der sagte, Hasibu anfusakum kabla an tuhasabu. Rechnet mit euch selber ab, bevor mit euch abgerechnet wird. Und wir sehen, subhanallah, wir alle sind Menschen, die schwach sind. Und es gibt bei uns allen, wie im Leben, ein Auf und Ab. Ja, wie im Sport, wie überall. Aber wichtig ist, dass man immer wieder zurückfindet. Und deswegen soll sich jeder selber Gedanken machen. Und das gilt natürlich für mich an erster Stelle, weil bevor ich jetzt diese Rede halte, habe ich mir selber die Gedanken gemacht, inwieweit hast du dich verbessert, inwieweit hast du dich verschlechtert in den letzten Jahren. Und mir sind einige Sachen eingefallen, wo ich mich verschlechtert habe. Und einige Dinge, wo ich mich unbedingt verbessern will. Und leider fällt es oft vielen schwer, sich selber zu verbessern, weil man sich selber betrügt. Man betrügt sich selber. Und deswegen gibt es auch den Maßstab. Der Maßstab bei uns ist Koran und Sunna. Der Maßstab bei uns ist Koran und Sunna. Wenn der Maßstab einfach das eigene Empfinden ist, das eigene Empfinden, kann man schnell betrügen. Ne? Deswegen zum Beispiel, ich gebe euch ein Beispiel aus dem Boxtraining. Die Boxer, die rennen immer sehr viel. Also die meisten zumindest. Die laufen und laufen und laufen und laufen. Und dann sagen einige, wofür lauft ihr eigentlich so viel? Ihr seid ja keine Läufer. Das beste Konditionstraining fürs Boxen ist doch Boxen. Stimmt. Aber beim Laufen kann man sich gut überprüfen. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine bestimmte, wenn ich an den Sandsack schlage oder Sparring mache beispielsweise, es ist sehr schwer, die Herzfrequenz zu messen und man kann das schlecht ausrechnen. Da habe ich jetzt wirklich genau die Schläge genauso intensiv gemacht. Aber beim Laufen, ich sage zum Beispiel, ich laufe 10 Kilometer in einer bestimmten Zeit und dann weiß ich, ob ich fit bin oder nicht. Das heißt, ich habe einen festen Maßstab. Wenn es einfach nur um mein Empfinden geht, ich kann mich schnell betrügen. Ich gehe an den Sandsack, ach ja, ich fühle mich gut. Ach ja, ich habe Kondition, aber dabei hast du gar keine Kondition. Wenn es aber nach Zahlen geht, nach messbaren Dingen, kannst du dich selber sehr, sehr gut kontrollieren. Und das haben wir durch den Koran und die Sunna. Jeder sagt, wir hören das immer wieder in Deutschland, dieser Maßstab. Hauptsache, du bist ein guter Mensch. Hauptsache, du bist ein guter Mensch. Stimmt. Hauptsache, du bist ein guter Mensch. Aber nach welchem Maßstab? Nach deinem eigenen Empfinden? Nach seinem eigenen Empfinden war Adolf Hitler ein super Mensch. Ein perfekter Mensch. All diese Massenmörder auf der Welt waren nach ihrem eigenen Empfinden sehr gute Menschen gewesen.
Aber man braucht etwas Messbares. Und das Messbare ist die Botschaft von Allah. Schau dir an, praktiziere ich wirklich das, was dort steht? Natürlich kann man dann auch wieder ein bisschen hier und da fuschen, aber es ist schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig. Und hier zum Beispiel eine Botschaft an die Schwestern, die Kopftuch wieder ausgezogen haben. Ja, wir kennen das. Es gibt Schwestern, die haben angefangen, das Kopftuch zu tragen und dann tragen sie das Kopftuch auf einmal nicht mehr. Als Beispiel, jetzt im Ramadan. Schwester, warum hast du das Kopftuch am Anfang getragen? Warst du davon überzeugt, dass es Pflicht ist oder nicht? Warum hast du jetzt auch so? Und ich will mich hier nicht über irgendjemanden stellen. Ja? Ich will mich hier nicht über irgendjemanden stellen. Ich habe meine Sünden und ihr habt eure Sünden. Aber ich will helfen. Ich will, dass wir uns selber Gedanken machen. Und es ist wichtig, dass wir es bedauern. Toba ist nicht nur einfach Allah um Vergebung bitten. Toba ist auch etwas wirklich bedauern, dass man etwas falsch macht. Und hier ist das große Problem dann oft das Umfeld. Wie das Umfeld auf jemanden reagiert. Ja, man hat zum Beispiel ein Umfeld, man hat den Arbeitsplatz gewechselt. Ja, und alle, die dort sind, sind keine Muslime oder Muslime, die nicht so sehr praktizierend sind und es ist auf einmal viel Druck und ich bekomme den Job nur ohne Kopftuch oder was auch immer. Und auf einmal kommt dieser Druck und man redet sich auf einmal schön. Kontrolliere dich. Wir müssen uns alle kontrollieren. Wir haben diesen Monat hier und wir sollten schauen, dass wir wirklich nach Koran und Sunna gehen. Dass wir schauen, ist das, was ich tue, wirklich das, was Allah von mir will? Oder betrüge ich mich selber? Schau dich selber an. Welche Sünden machst du? Womit verdienst du dein Geld? Mit Drogen? Mit Alkohol? Mit was? Hier fragt dein Bruder, ob man wegen Bauchschmerzen Fasten brechen darf. Allah subhanahu wa ta'ala sagt ganz klar im Koran: Shahru Ramadan alladhi unzila fi al-Quran hudalli an-nasi wa bayyinat min huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Das heißt, der Monat Ramadan ist der Monat, in dem der Koran herabgesandt worden ist. Als Rechtleitung für die Menschen und als Erklärung der Huda und, des Fur- und der Furqan, der Unterscheidungsnorm. So soll der, der in ihm anwesend ist, in ihm fasten. Und wer auf der Reise ist oder krank ist, so soll er eine andere Anzahl von Tagen fasten. Bauchschmerzen sind eine Form von Krankheit. Warum hat er jetzt Bauchschmerzen? Sind das leichte Bauchschmerzen? Sind das schwere Bauchschmerzen? Ich kann keine Ferndiagnose stellen. Man muss da auch etwas in sich selber reinschauen. Aber wenn es solche Schmerzen sind, dass einem das Fasten schwer fällt, kann man das Fasten brechen. Und wenn das solche Schmerzen sind, die auf eine gefährliche Krankheit zurückgehen, dass man Medikamente nehmen muss, dann sollte man sogar das Fasten brechen. Ich weiß ja nicht, welche Art von Bauchschmerzen das sind. Ne? Kein Doktor, der Ferndiagnosen stellen kann. Ne? Das nur mal kurz dazu. Naja, auf jeden Fall was viel Wichtigeres als das, liebe Geschwister. Ja, du hier sagst gerade Schmerzen vor Hunger. Vielleicht sind das so leichte Schmerzen vor Hunger, Druck. Oh, ich habe wenig gegessen. Aber ich glaube, wenn es um die Uhrzeit geht, ich kann mir kaum vorstellen, dass da einer Schmerzen hat, weil er vor Hunger. Höchstens er hat Schmerzen, weil er zu viel gegessen hat zum Zuhur. Wir aus Berlin vermissen dich. Alhamdulillah. Also ehrlich gesagt, subhanallah, vor kurzem noch habe ich mit einem Bruder aus Berlin geschrieben und gesprochen. Ich habe echt auch richtig Lust, subhanallah nach Berlin zu kommen. Ja.
Alhamdulillah. Gut, meine lieben Geschwister, wie gesagt, nochmal dazu zurückzukommen, ganz wichtig. Macht euch nochmal Gedanken, die letzten Tage, der Ramadan ist nicht mehr lange und man sollte immer versuchen zu schauen, was sind die schlechten Angewohnheiten. Schreibt euch heute mal auf, was ist schwächer bei mir geworden in den letzten Jahren. Man kommt auch manchmal in so eine Routine rein und gerade wenn man so ein Umfeld hat, das hinter uns, das es keinen gibt, der mal sagt, deswegen ist das Umfeld sehr, sehr wichtig. Al-Maru al-Dini Kharile, Falyandu Haruku Menu Kharin. Eine Person ist auf der Religion dessen, der sein bester Freund ist. So soll man schauen, wem man sich zum besten Freund nimmt. Ja, und leider haben wir so viel Fitna auch in der muslimischen Umma, dass man manchmal gar keinen Bock hat auf Leute, die auf manche Leute, die die Religion praktizieren, aber extrem arrogant sind. Ja, weil wir haben es, derjenige, der offensichtlich die Sünden macht, der hat so einen Shaitan, einen Karid neben sich meistens, der zu ihm sagt, du bist doch ein guter Mensch, du machst das alles richtig. Und guck mal, die anderen, die sind ja noch schlimmer. Und Allah ist vergebend barmherzig. Ja. Das ist gefährlich. Das ist der Shaitan, von dem der offensichtlich die Sünden begeht. Und dann gibt es den, der offensichtlich aussieht wie ein Sahabi. Ja? Oder eine Sahabiya. Und der hat einen anderen Shaitan sehr häufig. Und dieser Shaitan, der flüstert ihn nicht ein, du bist gut, der flüstert nicht ein, Allah ist vergebend, barmherzig und guck mal, die anderen, die machen ja auch Sünden, sondern der flüstert ihm ein, du bist gut, du bist besser als die anderen. Der flüstert den Hochmut ein. Das sind die Tricks. Ich habe gerade irgendwas im Auge. Das sind die Tricks vom Shaitan. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Deswegen, liebe Geschwister, klar, zur frühen Stunde erreicht man nicht so viele Leute. Aber ansonsten ist ja bei mir immer Halligalli. Ja, hier ist eine Frage. Ich mache Ramadan leider nicht. Du meinst, du fasst es im Ramadan nicht. Ist Umgangssprache so geworden. Ich mache Ramadan. Ramadan ist ja ein Monat, die kann man nicht machen. Aber du meinst, du fasst es im Ramadan nicht. Okay, ich will jetzt nicht zu klug und zu kritisch sein. Leider nicht, weil ich Diabetiker und seit 5 Jahren, aber früher habe ich gemeint, ich möchte wissen, wie viel Geld muss ich geben. Ich habe über dieses Thema habe ich einen Vortrag gemacht. Es hat prinzipiell nichts mit direktem Geld zu tun, sondern es hat etwas mit einer Mahlzeit zu tun. Verändertum in Ayamin Ukhr. Denn am Du hast jetzt eine Krankheit, genau, es ist gut, dass du es ansprichst, Maria. Wenn man eine Krankheit hat, die weggeht, dann soll man die Tage nachfasten. Ja, und das gehört auch wenn man schwanger ist, wenn man stillt, das gehört auch in diese Kategorie bei den meisten Gelehrten. Wenn man eine Krankheit wie du, die nicht weggeht, dann soll man, und das steht dann im Sure 2, Vers 185, وَعَلَى الَّذِينَ يُتِكُونَ فِدْيَةُ تَعَمِّسْكِينَ. Und die es zu leisten vermögen, so sollen sie eine Fidya geben, indem sie einen Armen speisen. Und das ist so, dass der Arme satt davon wird. Das ist so, dass der Arme satt davon wird. Und es ist nicht unbedingt ein Preis. Ja? Und soweit ich weiß, bietet IHED das auch an. Ansonsten kannst du das sehr, sehr leicht auch in deinen Ländern machen. Wichtig ist, dass man das nach diesen Tagen macht und nicht vor den Tagen. Ja, das ist wichtig. Das heißt, dass man das praktisch so macht, wie jemand Qada macht in diesem Bereich. Aber ich habe darüber auch einen Vortrag gemacht, weil das ist jetzt hier nicht das Thema von dieser kurzen Sendung. Die Regeln des Fastens müsste das sein. Da kannst du alles darüber finden, detailliert, inshallah. Noch 7 Tage? Ich habe gar nicht gezählt. Ja, sind nur noch 7 Tage? Ja, gut, Geschwister. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Gibt es sonst noch irgendwelche Probleme? Wie gesagt, macht euch meine Liste.
Schreibt euch auf, wo man sich verbessern kann. Ich habe bei mir schon einige Sachen gefunden. Und ich wollte auch vor einer Sache noch warnen, das fällt mir gerade ein. Möge Allah euch alle segnen. Ja, ich mach Dua, möge Allah euch alle segnen. Dass man nicht den Erleichterungen folgt. Möge Allah dir vergeben, Bruder, möge Allah uns allen vergeben. Nein, du kannst nicht an eine Moschee spenden, dieses Geld, wenn du nicht gefastet hast. Du könntest höchstens eine Moschee beauftragen, dass du denen das Geld gibst, damit die Armen speisen. Aber es ist wichtig, dass die Armen gespeist werden. Ja. Man kann nicht einfach davon einen Brunnen bauen oder eine Moschee bauen oder so. Ne? So, wo war ich stehen geblieben? Genau. Es gibt manchmal Brüder, die fangen an, auf einmal überall die Erleichterung zu suchen. Es gibt Erleichterungen in der Religion. Aber in erster Linie sind wir dazu angehalten, dass wir der Wahrheit folgen. Weil ich meine jetzt mit Erleichterung nicht Ruchas, die Religion gibt, wie zum Beispiel über die Strümpfe streichen, die Gebete kürzen. Das sind Sachen, die klar und deutlich erlaubt sind in der Religion. Ich rede davon, dass man auf einmal überall, in jeder Sache, die man hat, eine Meinung folgt von einem Gelehrten, der 99% der Gelehrten widersprochen hat, aber ein akzeptierter Gelehrter ist. Und seltsamerweise hat man dann auf einmal 50 Sachverhalte, wo man sich gerade diese Meinung nimmt, die schärf ist, die so unnatürlich ist, wo ein Gelehrter, den man respektiert, 99% der anderen Gelehrten widerspricht, und man folgt dieser Meinung. Musik ist erlaubt. Ah, okay, da picke ich mir hier raus. Der Hund ist nicht nettes. Aha, okay, da picke ich mir hier raus. Dieses und jenes muss man auch nicht machen. Okay, picke ich mir hier raus. Wenn man das macht, ist ein klares Zeichen, dass man seiner Hauer folgt. Dass man, weil warum habe ich mir nicht in einer Meinung das Schwerste rausgesucht? Warum folge ich nicht in einer Sache der Jumhur von diesen Sachen, der Mehrheit der Gelehrten? Warum nicht? Deswegen, wie gesagt, liebe Geschwister, möge Allah euch alle segnen und denkt daran, auch unsere YouTube-Kanäle zu abonnieren. Macht's gut, macht Dua für mich. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.